Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Dead Rising 3 Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut Weeble Games to You und wir gehen jetzt hier in diese Hütte rein. Da kommt was rein! Was heißt was? Was immer es ist, es lebt noch. Hey, ich will hier raus! Alles zu seiner Zeit, Bruder. Bist du Freund oder Feind? Hey, halt, halt, halt! Ich kenne den Kerl. Hi, Annie. Was tust du hier, Nick? Ich wollte fragen, ob du mit mir nach Ingleton kommen würdest? Da ist was, was du sehen solltest. Verstehe. Du willst mich dem Kerl ausliefern, der mich sucht. Oh, dazu hat er keine Chance. Das wird nicht passieren. Mit Raten machen wir kurzen Prozess. Moment. Er ist okay. Ja, ich weiß nicht, was mich geritten hat. Woher wissen wir, dass wir ihm trauen können? Wir haben ein Flugzeug. Wir reparieren es. Und brauchen Benzin. Red, das wäre die Chance. Halt, halt, halt. Lass es mich beweisen. Nick, das ist Red. Er fühlt den Widerstand an seit... Ich bin Realist, Nick. Apropos... Könnt ihr mir beim Suchen helfen? Vielleicht kommen wir gemeinsam hier weg. Ja, ich kenne Leute, die Benzin haben. Aber sieh mal, Nick. Die Regierung macht alle Überlebenden kalt, die sie finden. Sie retten sie nicht. Wenn du also ein paar Dinge für uns erledigen könntest, geh Ausrüstung verbrennen, Funkgeräte kurz schließen, Kameras ausschalten. Tust du's, dann haben wir einen Deal. Würden sie echt so weit gehen? Vielleicht musst du auch Realist werden, Nick. Was ein Scheißdreck, ey. Gut, wir haben einen Deal. Du hättest auch keine Wahl. Okay, so, was gibt's denn hier für schöne Sachen? Granaten. Brauchen wir sowas? Denke schon. Brauchen wir eine Schrotflinte? Denke nicht. Aber hier so einen Bauplan können wir gebrauchen. Oh, Boom-Kanone, was ist das denn? So, gucken wir doch mal ganz kurz. Halt, Moment, wieder mal falschen Knopf gedrückt. Granate und Schrotflinte. Okay. So, Granaten haben wir ja schon. Nehmen wir die Schrotflinte noch. Kombinieren. Bauen. Das sieht aber nicht aus wie etwas, das man aus der Granate und der Schrotflinte gebaut hat. Das sieht wie alles andere aus. So, okay, das haben wir. So, Safe-Platz ist das hier auf jeden Fall. Ist aber die Frage, hier ist irgendwo noch ein Bauplan. Ist klar, Eni? Mal kurz mit der Labern, ey. Nachschubabwürfe sind schwer. Wir können sie nur verbrennen oder in die Luft jagen. Hier müssten noch Granaten rumliegen. Ich hab doch Granaten. Pass auf, dass die blöden Kameras dich nicht erwischen und Alarm losgeht. Du weißt, wie Zombies auf Lärm reagieren. Das ist kein Witz, Nick. Nur so können wir sicher sein, dass du uns nicht verrätst. Du bist doch kein Verräter, oder? Ganz schön bitter. Du kannst uns helfen, Leben zu retten. Das ist hier kein Vandalismus. Wir müssten da hinten hin. Gehen wir kurz hier rum. Gehen wir mal nochmal rein, ey. Da muss es doch irgendwie noch einen anderen Weg geben. Da ist er doch, der Plan. Perfekt. Fernzünder. Okay, gucken wir mal. Was brauchen wir dafür? Fernzünder. Hier. Ein Laptop und Dynamit. Zufälligerweise haben wir hier den Laptop. Wenn wir jetzt noch das Stück Toast wegnehmen, können wir da auch was draus bauen. Und haben einen Fernzünder, der hoffentlich gut ist. Jetzt haben wir doch hier auch irgendwo noch Granaten gehabt, ey. So, hier. Die nehmen wir natürlich auch noch mit.
Das hier ist das Safe aus, da könnten wir neue Ausrüstung mitnehmen. Das passt. Das passt auch. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal raus, ne? Gucken, dass wir hier ordentlich für Unfug sorgen. Vielleicht nicht mit den Granaten in der Hand. Aber mit dem kleinen Ding hier. Okay, hier kommen wir nicht raus. Hier unten bei dieser Lauren wahrscheinlich. Ach, die läuft hier gerade rum, okay. Danke für die Hilfe vorhin. Kein Problem. Ich halte diese Warterei nicht mehr aus. Lass mich in Ruhe. Dass sie die Türen hier jetzt einfach offen lassen, nur weil wir hier rumlaufen. Auch der Wahnsinn. 100 Meter dorthin, 1000 Meter dorthin. Kurz mal auf die Map gucken. Hier drüben müsste eigentlich irgendwo eine Garage sein. Würde ich doch ganz gerne ein Auto rausholen. Dem wir hier unterwegs sein können. So. Ja, nehmen wir natürlich unsere Allseitswaffe. Das sieht doch gut aus hier. Das ist irgendwie ein Plan. Du kriegst einen auf den Kopf. Ja, das war ja wohl ein Crit dann, würde ich sagen. Der Partyklatscher. Okay. Bauen wir den doch mal. Probieren wir den doch mal aus hier. Upsala. Da drüben muss das irgendwo sein, wo wir hinwollen. Steigen wir aus, ich mag das Ding nicht. So, rein. Einfach mal weggeballert. Müssen wir hier raus, okay, bam. Kriegt ihr auf den Kopf halt. So, Moment. So, mit dieser Kanone können wir es wahrscheinlich ganz gut schaffen. Die haben wir kaputt gemacht, okay. Schneller! Oh shit. Einfach mal im Kreis gedreht. Rollstuhl als Waffe wäre auch ganz lustig eigentlich. Nutzen wir aber nicht für Laufen. Obwohl hier hinten gibt es noch einen Bauplan, ey. Können wir da doch erstmal gucken. Hier rein. Da kommen wir aber nicht rein. Super geil. Hier hinten gibt es dann aber noch was, glaube ich. Frage ist, ob wir es einsammeln können. Da ist eine Garage. Ja, lecker. Das muss wieder irgendwo unten unterirdisch sein. Okay, so. Was ist denn das da? 42 Meter, da gehen wir mal gucken. 33 Meter hier drinnen irgendwie. Können wir da rein? Wenn ja, wie? Vielleicht können wir über das brennende Auto klettern. Sieben Meter müssen wir wahrscheinlich hier runter oder sowas. Oh nein, das war der mit den Motorradgeschichten-Dings. Oh, scheiße, haben wir jetzt nichts in der Richtung.
Toll, toll, tolle Musik. Ich bin nicht begeistert. Wo ist denn der nächste Kram? Da oben. Müssen wir hier hoch? Oh, scheiße, noch eine von diesen Kameradingern, ey. Okay, haben wir kaputt gemacht. Leider geht das hier gleich in den Eimer. Die Waffe, die wir hier haben. Ja, das hat auf jeden Fall geholfen. Gegen den Kopf geworfen, Alter. Glaube ich ja wohl nicht. Hier oben in dem Gebäude ist, glaube ich, noch was drin, ne? Ein Waffenbauplan oder sowas. Oder? Da ist ein Granatwerfer. Na, das ist doch mal praktisch. Vielleicht oben irgendwo auf dem Gebäude. Da müssen wir mal gucken, ob wir hoch können. Vielleicht hier über diesen LKW letztendlich. Da vorne rüber können wir. Super, was ist das denn? Ein goldener Plan, oje. Nee, ich will den Waffenbauplan nehmen. Knuddeliger Bär. Okay. Was ist denn der knuddelige Bär? Meckerdrache. Freiheitsbär plus tragbare Anlage. Ah, da müssen wir vorher noch einen Freiheitsbär bauen. Verstehe. So eine Art Super-Kombo-Waffe dann am Ende wahrscheinlich. Weil die wird so viel Krach machen, die Geschichte. Und dann auch mal zusätzlich die Leute dann dazu rufen, die Zombies quasi. Oh Mann, was ein Monstrositäten-Ding. Ja, eigentlich will ich hier die Granatwerfer-Geschichte haben. Müsste eigentlich irgendwo noch eine Statue sein, oder? Frag mich nicht wo. Auch einfach mal alle weggehauen. 189 Meter hier drüben. Na, dann gucken wir mal. Selber auch weggehauen. Hätte ich mir vielleicht denken können. Upsala. Nee, das ist gerade nicht so gut. Ich würde fast behaupten, dass es Zeit für den Bären ist. Hoffentlich ruft der die alle dorthin. Zementsäge, okay, können wir eigentlich nehmen. Und eine Schrotflinte. Drecksau. Schweine. Ist ja wohl nett. Nee, ich wollte die Ananas haben, danke.
Teddy haut die ganzen Leute noch um. Haben wir den Granatwerfer noch? Nee, ne? Aber den hier. Oh, das ist vielleicht nicht so gut. Yeah. So, würde ich mal sagen, machen wir einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.